Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir ausschließlich Produkte, die wir noch nie getestet haben. Und ich bin super gespannt, was die Drogerie in den letzten Wochen hier so rausgehauen hat. Wir haben wirklich von Make-up bis was für Kinder, bis Skincare, es ist alles mit dabei. Und wir müssen dieses Gesicht ausgetauglich hinkriegen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich bin tatsächlich wirklich schon so langsam im Vordrehen, denn der Herbst naht und mit dem Herbst kommt die Adventskalenderzeit und auch dieses Jahr packe ich natürlich wieder ein paar Adventskalender für euch aus, aber nicht random alle, sondern wirklich nur ein paar selektive. Also falls ihr da irgendwelche habt, wo ihr sagt, Maxim, es wäre so cool, wenn du den für uns testen kannst, schreibt mir das in die Kommentare, dann bestelle ich die und packe die mal für euch aus. Heute starten wir erstmal mit Skincare. Alle Produkte, glaube ich, gibt es bei Rossmann, entweder online oder auch da. Ich habe hier beispielsweise das mal mitgenommen. Habe ich euch neulich schon in dem Drogerie-Update gezeigt von Nip & Fab. Das ist eine Skincare-Brand, die ich schon kenne. Schon einige Produkte, aber die gibt es jetzt auch im Rossmann. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil sie doch schon recht teuer ist. Und wir haben hier das Vitamin C Fix Serum 5%. Ist ein bisschen milder konzentriert, ne? Also 5% ist jetzt nicht so viel. Es reicht aber meines Erachtens nach für den Alltag. Ich mach mal kurz den Ring weg. Das ist immer so lustig, ne? Immer wenn ich den Ring nicht trage, kriege ich gleich ganz aufgeregte Nachrichten. Packaging gefällt mir gut. Es gibt eine komplette Skincare-Reihe von Nip & Fab, auch als Aufsteller in der Drogerie. Ich habe mich jetzt einmal für das entschieden. Bei Vitamin C, das empfehle ich euch wirklich immer tagsüber. Ganz, ganz wichtig, kombiniert dazu immer einen Lichtschutzfaktor. Sonst verliert das Vitamin C einfach seine Wirkung, sobald ihr in die Sonne geht. Und da ist niemandem mit geholfen. Wir haben Pumpspender. Das ist ein spannender Pumpspender. Das wird auch so ein airless, ja, das ist ein airless Container. Das heißt, das Produkt hat keinen Kontakt mit Luft. Nehme ein bisschen raus, es riecht nach einem typischen Vitamin C Serum. Ein bisschen gelig. Ich mag den, ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Vitamin C Geruch total gerne. Vitamin C Produkte sind natürlich gut, um so ein bisschen antioxidativ zu wirken. Ne? Die können so freien Radikalen vorbeugen und hinterlassen auf der Haut auch meistens ein leicht glänzendes Finish. Was ich ja ganz gerne mag, ich merke sofort, dass es schon eingezogen ist. Also die Textur ist sehr, sehr dick. Und das zieht gut an. Es fühlt sich ehrlich gesagt so ein bisschen an wie ein Primer. Das überrascht mich gerade, weil es wirklich... Also ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte jetzt direkt mit Make-up rübergehen. Eigentlich ganz spannend. Wofür Vitamin C ganz gut ist, aber nur, wenn ihr es mit Sonnenschutz kombiniert oder ihr benutzt es halt abends, aber da würde ich andere Sachen benutzen, auch hier gegen so Pickelmale vorzubeugen. Ich hatte hier ein Pickelchen, ich hatte hier ein paar Unreinheiten und das Vitamin C kann die auf über die Zeit verteilt aufhellen. Hauptsache, ihr benutzt einen Sonnenschutz. Es ist sofort eingezogen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwas komisch ist. Das finde ich ganz spannend. Bevor wir weitermachen mit einer Isana-Neuheit, eine ganz, ganz große Bitte an euch, beziehungsweise eigentlich an uns. Ich glaube, es ist schon online gegangen. Wir wurden einfach von der Bunten nominiert für den Bunte Beauty Award. Und das ist etwas, wo ich sage, damit habe ich nie gerechnet. Ich werde auch Tatsache im September auf die Preisverleihung fahren. Darf meine Mama mitnehmen, die ist ganz aufgeregt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich packe euch den Link einmal unten in die Infobox. Ich würde euch wirklich bitten, euch die 2 Minuten für uns als Community Zeit zu nehmen und bei der Abstimmung mitzumachen. Das wäre natürlich nicht nur ein großer Traum für mich, sondern vor allen Dingen auch für meine Mama. Ne? Die ist sehr, sehr aufgeregt und freut sich. Das ist das erste Mal, dass ich sie irgendwo mit hinnehme. Und das ist ja immer nicht so einfach, meine Mama in die Öffentlichkeit mitzunehmen, aber da nehme ich sie mit und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal unten gerne einmal schnell raufklickt. Ich habe es euch auch bei Instagram in den Broadcast-Channel und so gepostet. Das wäre ganz, 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 ganz toll. Vielleicht holen wir das Ding ja zu uns in die Community. Wir machen weiter mit Isana. Das habe ich abends schon benutzt, tagsüber noch nicht. Das ist die neue Peptid-Augencreme. Ich hatte ja das Eiserum mit 2% Koffein-Guarana-Extrakt. Mag ich sehr, sehr gerne abends. Habe ich auch echt schon eine Menge mit aufgebraucht. Jetzt gibt es das aber als Creme. Wir haben hier Eipeptide. Mildert Anzeichen von Müdigkeit im Augenbereich 3% und reduziert das Erscheinungsbild von Augenringen und Tränensäcken. Koffein wirkt antioxidativ, fördert die Mikrozirkulation und 2% Glycerin spendet Feuchtigkeit und mildert feine Linien. Kommt in so einer Quetschtube. Ihr habt einen recht schmalen Applikator hier. Ich weiß nicht, wie es unter Make-up funktioniert. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Es wird so ein bisschen so ein Testvideo heute. Selbstverständlich unparfümiert, eine recht dicke Textur. Und das arbeite ich mir jetzt wirklich hier mal ein. Ich will nicht zu viel benutzen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das so in so klopfenden Bewegungen auftrage, dann kriege ich das richtig gut in die Haut. Spendet Feuchtigkeit, würde ich sagen, ja, das ist aber
recht einfach. Schauen wir mal, wie sich das verhält. Hat jetzt keinen aufhellenden Effekt oder keinen reflektierenden Effekt, den ich jetzt sofort erkennen kann. Halt nur so einen Reflex durch die Feuchtigkeit. Wir lassen das Ganze mal kurz drauf. Eine Sache fand ich ganz spannend, was ich gefunden habe. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ich glaube, es gibt ein paar Aufsteller in der Drogerie. Gibt es vereinzelt in den Filialen. Habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Fand ich irgendwie ganz süß. Vielleicht habt ihr Kinder. Minico, das ist eine Brand, die Sachen für Kinder macht. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so Kinder hat in so einem bestimmten Alter und die dann mitbekommen, dass man sich vielleicht fertig macht, wollen die das vielleicht auch. Und wir haben hier 30 Einzeltattoos für Kids ab 3, vorperforiert, keine Schere notwendig, mit so Polizeiautos, Roboter, wir haben Tiere und wir haben hier so ein bisschen was Süßeres. Finde ich ganz süß, habe ich früher auch total gerne gemacht. Und das habe ich mal mitgenommen, weil das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Ein Peel-Off-Nagellack gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe 03 Pink. Minico ermöglicht Kindern grenzenlosen Schmink- und Styling-Spaß. Sorgenfalten bei den Eltern keinesfalls. Hohe Qualität, sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe. Und soll einfach abzuziehen sein. Hände sauber waschen, dünne Lackschicht auftragen. 5 Minuten antrocknen lassen. Kein Nagellackentferner notwendig und extra für Kinder produziert. Ich dachte, ich nehme es jetzt einfach mal mit, weil ich finde das eigentlich ganz süß. Fläschchen, ganz kleines Fläschchen. Ich glaube, das ist so ein Spielding, ne? Riecht jetzt auch nicht unter. Ich finde, es riecht sogar ein bisschen nach Schokolade. Ich mache mal hier den kleinen Finger. Also, ich kann mir nicht die Fingernägel lackieren. Habe ich nie gemacht. Aber wir probieren es mal aus, wie einfach es gleich abzuziehen ist. Und vielleicht ist das ja was für euch. Dachte ich, nehme ich jetzt einfach mal mit. Wie teuer war das? Nicht so teuer. Ist, glaube ich, so eine süße Sache, um den Kindern mal eine Freude zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man Kinder hat, die sehr aufgeregt sind und dann mitmachen wollen. Aber du willst dann natürlich nicht diese klassischen Nagellacke und so drauf machen. Schauen wir mal. Wow. Okay. Gut. Lassen wir antrocknen. 5 Minuten Zeit haben wir. Hier bin ich gespannt. Und dann müssen wir mal kurz drüber reden. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich habe das Gefühl, dass Catrice, also die haben ja bei Rossmann gerade so einen neuen Aufsteller mit so einer Vorschau auf das neue Drogerie-Update. Die Foundation habe ich tatsächlich noch nicht gefunden, die würde ich auch gerne testen. Aber sie haben jetzt den Aqua Splash Grip Primer. Und ich finde dieses Update auch schon, das letzte wirkte schon so wie so ein kleines Dupe-Update. Also dass viele Produkte günstige Alternativen zu anderen Produkten sein sollen. Wir haben jetzt hier beispielsweise den Aqua Splash Grip Primer. Der soll natürlich inspiriert durch den von Milk sein. Und dann kam Elf und dann kam eigentlich jede Marke mit raus. Riecht so ein bisschen aquatisch, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Elf kommt ja jetzt auch zu Rossmann in die Drogerien. Und wir machen das nur mal auf einer halben Seite und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ist ein Gel. Ich mag den von Elf sehr, sehr gerne. Ich mag den von Elf Tatsache lieber als den von Milk, bin ich ehrlich. Und der kostet 10 Euro. Der von Catrice hat jetzt, glaube ich, 5 Euro gekostet. Der von Elf ist meiner Meinung nach wirklich der beste, weil der wirklich super, super sticky wird. Elf ist eh eine Marke, die, ich habe sehr große Hoffnungen in die Drogerie-Platzierung, dass das gut funktioniert. Ja, du merkst sofort, dass der klebrig wird. Wir machen das jetzt nur mal auf einer Seite. Während der einzieht, mache ich mal meine Base so ein bisschen schon mal auf der anderen Seite. Benutze dafür jetzt einfach hier so eine, die will ich jetzt gerade leer machen, hier diese Sensei Foundation. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht schon einige Produkte bei euch entdeckt habt, die neu sind. Ich habe gesehen, Essence hat auch schon so eine kleine Assortiments-Vorschau in die Rossmann-Filialen gebracht. Ist ganz spannend, aber da war schon vieles ausgeräubert. Also ich sehe sofort, das hat sich ganz gut mit dem Vitamin C vertragen hier. Das ist ja auch nicht unbedingt gesetzt. Ich hole euch gleich mal nach ran. Ich würde sagen, sieht gut aus. Auch die Augencreme, gar kein Problem bisher. Foundation sitzt gut auf dem Vitamin C. Mag ich gerne. Das ist jetzt auch natürlich nur eine sehr dünne Schicht. Ich mag die im Moment sehr gerne. Ich glaube, ich kaufe mir die wieder nach. Diese Sensei Luminous Sheer Foundation in der Farbe Sand Beige habe ich schon ewig. Die wird mit Sicherheit schon lange abgelaufen sein. Das ist über ihren Zenit schon lange drüber. Aber ich mag die gerne im Alltag. Wir schauen mal, was die andere Seite kann. Ich glaube, man sieht es, wie glowy die Seite ist. Ne? Also das ist schon sehr viel und es ist sehr klebrig. Okay, da bin ich gespannt. Das kann jetzt schief gehen, aber wir schauen mal, was das kann. Ich finde, diese klebrigen Dinger, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und wenn man die dann richtig benutzt und so ein bisschen den Dreh raus hat, dann sind die sehr, sehr gut, weil das Make-up einfach wirklich deutlich, deutlich länger hält. Ich hatte das damals bei dem von Elf gemacht und habe geschaut, ob es wirklich funktioniert und das tut es. Also das Make-up hält deutlich, deutlich länger. Sekundengebiete. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, man sieht es in der Kamera nicht. Oder vielleicht doch.
Ich habe das Gefühl, dass die Seite, wo ich den Primer nicht benutzt habe, das Make-up leichter aussieht. Hier finde ich, ist es ein. Nee. Gucken wir. Das hat sich hier so ein klitzekleines bisschen an der Nase zersetzt, aber ich bin sehr, ne, also muss ich natürlich beachten, es kann auch sein, dass es an dem Vitamin C liegt. Dem muss ich, glaube ich, nochmal einen Testversuch geben. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also ich glaube, das kann man ganz gut hier wieder so ein bisschen ausblenden. Was mich aber beeindruckt, ist, dass die Augencreme gut funktioniert hat. Das ist sehr, sehr selten, dass ich eine Augencreme finde, die gut funktioniert. Der Nagellack ist übrigens jetzt auch trocken. Eine Augencreme finde, die unter Make-up funktioniert. Deswegen verzichte ich da meistens drauf. Nagellack ist angetrocknet. Sehr deckend, Tatsache, glaube ich. Ja, doch. Ja, ach krass. Okay, das ist ja wirklich. Kannst du ja restlos abpulen. Der Nagel sieht jetzt auch nicht mitgenommen aus. Fertig. Okay, das fand ich wirklich süß. Vielleicht ist das so was für euch. Müsst ihr mal online. In einigen Drogerien soll es das wohl geben, habe ich gelesen. Aber habt da mal gesehen. Okay, Base ist drauf. Wir haben noch was anderes von Revolution. Revolution geht ja aus den Rossmann-Filialen die Theke zumindest raus. Aber ab und zu gibt es das in so einem Seitenaufsteller nochmal. Und da habe ich das hier gefunden. Einmal die Bronzing Drops und die Blush Drops. Die sollen ein Hybrid zwischen Skincare und Make-up sein. Wir haben einmal Squalane, Hyaluronsäure und Grape Seed Oil Traubenkernöl mit drin. Ich habe mich jetzt hier für Light Medium entschieden. Es gab auch noch Medium Dark. Packaging finde ich eigentlich ganz süß, recht praktisch. Wir haben so eine Quetschtube. Ja, also diese Bronzing Drops sind ja wohl im Moment sehr beliebt. Komm, wir tragen das jetzt einfach mal hier rüber. Eigentlich benutze ich sowas lieber irgendwie unter Make-up oder in eine Tagespflege mit reingemischt. Sehr leichte Textur. Sehr leichte Textur. Ich glaube, ich hätte doch Medium Dark vielleicht sogar nehmen können. Ja, also du hast schon eine leichte Färbung. Ist jetzt gar nicht so intensiv. Was ich oft, oder ich habe oft das Problem bei diesen Bronzing Drops, gerade die so sehr, sehr konzentriert sind, dass die sehr fleckig aussehen. Hier habe ich jetzt das Gefühl, dass es so ein bisschen wässrig ist. Also das ist ja nicht so dick konzentriert, die Farbe, sodass es ein bisschen leichter ist, das aufzutragen. Das mag ich sehr, sehr gerne jetzt auch über dem Make-up. Ich kann mir vorstellen, dass man das gut vielleicht unter Make-up tragen kann, einfach für so ein bisschen Glow. Über Make-up funktioniert es aber auch und das ist für mich meistens der entscheidende Punkt. Das ist sehr subtil. Ist recht warm natürlich, ne? Aber ein bisschen hier übers Näschen. Damit kann man, ich finde, damit kann man immer ganz gut tricksen. Wenn man vielleicht eine Foundation hat, die ein bisschen zu hell ist, einfach hier so ein bisschen rübergehen, kurz einwirken lassen, dann sieht man nicht mehr ganz so fahl aus. Das ist natürlich jetzt sehr glänzend alles, das machen wir aber gleich weg. Keine Sorge. Trag einmal schnell Concealer auf, dass der ein bisschen antrocknen kann. Und wir haben auch nochmal die Blush Drops. Auch da gab es verschiedene Farben. Auch hier ist Squalane, Hyaluronsäure und Traubenkernöl mit drin. Soll man alleine für einen natürlichen Glow mit Skin, ach so, mit einer Foundation von Revolution mischen können. Oder einfach in die Feuchtigkeitscreme. Also kannst du machen, was du willst. Die sind ja immer recht unkompliziert, hoffentlich. Textur. Sehr pigmentiert. Ein bisschen serumartig. Aber reduzierte Farbe. Also ist jetzt nicht so ein leuchtendes Pink. Kann man ganz gut einklopfen, glaube ich. Ne? Einfach hier so ein bisschen rüber. Ich übertreibe es jetzt auch mal kurz, weil wir ja gleich den Concealer noch ausblenden. Das ist eine sehr schöne Farbe. Was ich mir vorstellen kann, was man damit machen kann, ist, wenn man eine Foundation hat, wo der Unterton vielleicht nicht rosig genug ist und sie vielleicht ein bisschen trocken ist, das einfach in eine Foundation reinmischen. Ich sehe sehr geurlaubt aus, oder gerade? Ich könnte auch. Na, eigentlich sehe ich aus wie ein schwuler Safari-Fahrer. Nun gut. Das gefällt mir heute gut. Ich blende den Concealer einmal fix aus, dass es nicht mehr ganz so verrückt aussieht. Und auch der Concealer hat sich gut mit der Augencreme vertragen. Schaue ich das gerne nochmal von der Entfernung an. Die Base ist frisch. Die Base ist. Ich sehe schon gebräunt aus, gut, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen viel wieder, aber. Aus gegebenem Anlass reden wir noch einmal ganz kurz über das Essentials Powder, was ja etwas kontrovers thematisiert wurde. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich habe das gesehen, dass vieles wirklich einfach. Einige haben es mutwillig falsch benutzt, das habe ich mitbekommen, einfach um natürlich sehr viel. Einige haben es mutwillig falsch benutzt, andere, weil ich es vielleicht einfach nicht richtig erklärt habe. Wenn ihr dieses Puder habt, ich würde. Diese Base damit jetzt so nicht komplett setten, weil ich habe alle Unebenheiten schon ausgedeckt. Und die Pigmente hier drin, eher punktuell oder eher, wenn ihr eine leichte Base tragt, wo Unebenheiten durchscheinen. Ich habe ja jetzt alle Unebenheiten schon ausgedeckt. Wenn du eine Base hast und die Rötung ist da und du packst Grün rauf,
dann gleicht grün das Rot aus. Aber wenn dazwischen schon was ist, dann ist das Rot abgedeckt und du packst einfach nur grün drauf und dann ist es natürlich einfach bunt. Einmal reingehen, mischen und dann jetzt nur ganz leicht fixieren. Nicht zu viel. Wenn ihr bunt werdet, dann ist es einfach zu viel gewesen. Und natürlich muss man auch sagen, es ist auch nicht für alle was. Wenn du keine Unebenheiten hast, keine Unreinheiten hast, nichts, wo du sagst, okay, das muss ich ein bisschen kaschieren, dann ist es natürlich auch einfach nichts. Da bin ich aber auch ehrlich gewesen, ne? Also da bin ich aber auch, sage ich euch aber auch, einfach so ein bisschen rübergehen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Puder und dann kannst du das korrigieren. Ich benutze es am liebsten an Tagen, wo ich keine Foundation trage, weil da sind dann halt auch Unebenheiten, die man kaschieren kann. Okay, die Base gefällt mir heute richtig, richtig gut. Pack jetzt nochmal auf die Lippen mein Lipgloss und ich muss sagen, die Base gefällt mir heute richtig, richtig gut. Sie ist so ein bisschen glowy, sie ist so ein bisschen strahlend. Ich sehe recht frisch aus, meine Haare stören mich heute massiv. Aber das Make-up hat gut geklappt. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Produkte gefallen haben. Ich fand das jetzt ganz spannend. Ich glaube, den Primer, den muss ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Einfach noch mal mit anderen Produkten. Aber es hat alles in Kombination funktioniert und das ist das, was am Ende zählt. Als kleine Erinnerung, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr unten einmal vorbeischaut für uns als Community abstimmt beim bunten Beauty Award. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart und wir sehen uns hier wahrscheinlich am Sonntag zum nächsten Vlog. Tschüss!